Diese Frau und dieser Mann schlafen tief und fest und bewegen sich dennoch, als wären sie wach. Mediziner sprechen von einer REM-Schlafverhaltensstörung, weil die Symptome in Tiefschlafphasen auftreten, in denen wir uns für gewöhnlich nicht bewegen. 0,5 bis 1% der Bevölkerung sind von dieser Schlafverhaltensstörung betroffen. Was vielen noch nicht bekannt ist, ist, dass das nicht nur eine Schlafstörung ist, wenn man diese Bewegungsunruhe im Schlaf hat, sondern dass dies auch ein frühes Zeichen einer sich im Laufe der Jahre entwickelnden neurodegenerativen Erkrankung sein kann. Viele Menschen, die diese REM-Schlafstörung haben, können zum Beispiel über 10 Jahre eine Parkinson-Krankheit entwickeln. Wäre es also denkbar, auch eine solche Erkrankung schon sehr früh über das Schlafverhalten zu erkennen, bevor typische andere Symptome wie Verlangsamung, Steifigkeit oder Zittern auftreten? Das könnte in Zukunft helfen, neurodegenerative Erkrankungen wie die Parkinson-Krankheit früher zu diagnostizieren und besser zu behandeln. Experten aus Luxemburg suchen daher in einer landesweiten Studie derzeit alle Personen, die unter REM-Schlafverhaltensstörungen leiden. Jeder Luxemburger, der älter als 55 Jahre ist, könnte so dazu beitragen, die Früherkennung und das Verständnis der Übergangsphase zwischen REM-Schlafverhaltensstörung und neurodegenerativen Erkrankungen zu verbessern. Gehören Sie zu dieser Altersgruppe zwischen 55 und 75 und möchten Sie uns dabei unterstützen? Dann bleiben Sie dabei und erfahren Sie jetzt, wie es geht. Herr S. ist 59 Jahre alt und hat einen persönlichen Brief erhalten, um ihn über die aktuelle Studie zu REM-Schlafverhaltensstörungen zu informieren. Der Brief enthält einen Code, mit dem er sich für die Studie anmelden kann. Seine Frau hat ihm schon mehrfach gesagt, dass er nachts sehr unruhig war und sich im Tiefschlaf stark bewegt und gerufen hat. Auf der Internetseite des Projekts erhalten Sie weitere Hintergrundinformationen. Herr S. wird in einem ersten Schritt gebeten, einige Fragen über sein Schlafverhalten zu beantworten. Das dauert rund 10 Minuten. Nachdem der Fragebogen ausgewertet wurde, meldet sich eine Mitarbeiterin der Parkinson-Forschungsklinik bei ihm. Gemeinsam gehen die beiden seine Antworten noch einmal durch, denn sie deuten darauf hin, dass Herr S. tatsächlich an der gesuchten REM-Schlafverhaltensstörung leiden könnte. Neurodegenerative Erkrankungen wie die Parkinson-Krankheit können auch den Geruchssinn von Patienten beeinflussen. Um herauszufinden, ob solche Einschränkungen vorliegen, werden die Studienteilnehmer einen Test zugeschickt bekommen, mit dem sie, ähnlich wie bei dieser Untersuchung, zu Hause selbst überprüfen können, ob sie Gerüche sicher erkennen können. Da für diese Studie Teilnehmer ohne bereits vorliegende neurodegenerative Erkrankungen gesucht werden, ist es wichtig, dass der Geruchssinn intakt ist, wie bei Herrn S. Er wird deshalb zu einem weiteren Test eingeladen. Nun wird überprüft, ob sich in seiner Feinmotorik bereits erste Einschränkungen zeigen. Das könnte ebenfalls ein früher Hinweis auf eine neurodegenerative Erkrankung wie die Parkinson-Krankheit sein. Herr S. besteht alle Tests einwandfrei. Eine gute Nachricht. Nun kann er an einer Untersuchung im Schlaflabor teilnehmen, um festzustellen, ob er tatsächlich an einer REM-Schlafverhaltensstörung leidet. Eine Nacht lang messen Sensoren seine Hirnströme, außerdem den Puls, den Sauerstoffgehalt im Blut und die Atmung. Kameras dokumentieren zudem, ob er die typischen heftigen Bewegungen im Tiefschlaf zeigt. Zuerst hat Herr S. Schwierigkeiten, in der neuen Umgebung einzuschlafen. Doch dann siegt die Müdigkeit. Und mitten in einer Tiefschlafphase zeigen die Instrumente die typischen Bewegungen. Für die Ärzte steht nun fest, Herr S. leidet tatsächlich an der gesuchten REM-Schlafverhaltensstörung. Bei einem Termin erläutern sie ihm die Ergebnisse der Untersuchung im Schlaflabor und besprechen das weitere Vorgehen. Wir können den Patienten helfen mit medikamentösen Maßnahmen. Das heißt, es gibt also Medikamente, die diese Bewegungsstörung während der Nacht unterdrücken. Herr S. wird nun Teilnehmer einer Langzeitbeobachtung für Menschen mit REM-Schlafverhaltensstörungen. Einmal im Jahr untersuchen ihn Neurologen, um zu testen, ob Bewegungen und Reflexe einwandfrei funktionieren oder ob sich schon frühe Anzeichen einer neurodegenerativen Erkrankung zeigen. Außerdem gibt er Speichel-, Blut- und Urinproben ab, da es möglich ist, dass Frühzeichen von Erkrankungen an einer veränderten Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten erkannt werden.
Für die Forscher ist es entscheidend, dass Patienten wie Herr S. sie unterstützen. Nur so können sie genauer verstehen, welche Prozesse im Körper ablaufen, bevor neurodegenerative Erkrankungen wie die Parkinson-Krankheit auftreten. Die Teilnehmer unserer Studie werden begleitet über die nächsten Jahre und wir verfolgen die Entwicklung. Und dieses Studium ermöglicht es uns, weitere Frühsymptome zu erkennen. Und natürlich, wenn man erste Zeichen einer Parkinson-Erkrankung erkennen würde, hoffen wir schon, Möglichkeiten zu haben, auch ursächlich zu behandeln. Diese Menschen würden sich besonders qualifizieren für solche ersten nervenzellschützenden Behandlungen. Unabhängig davon tut Herr S. alles, um ein gesundes und zufriedenes Leben zu führen. Denn auch das wissen die Mediziner inzwischen. Viel Bewegung, gesunde Ernährung und soziale Kontakte. All dies sind zusammengenommen gute Voraussetzungen für eine Vorbeugung gegen neurodegenerative Erkrankungen. Tragen Sie mit dazu bei, den Zusammenhang zwischen REM-Schlafstörung und Parkinson-Erkrankung besser zu verstehen. Unterstützen Sie unsere Schlafstudie. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Vielen Dank.